ja. Wie ist dein wahrer Name, Schurke? Ich bin... Captain Leckmich. Hallo ihr Landratten und ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 4 Black Flag. Und ihr wisst natürlich nicht immer das freiwillig kleine Mädchen. Weiter geht's, wir sind jetzt genau hier stehen geblieben. Und sind wir hier gar nicht, aber wir müssen jetzt halt die nächste Mission machen. Die Schuld einfordern, also eine Schuld einfordern und dann legen wir los hier mit dieser neuen Mission. Gott straft mich mit diesem Almosen. 1000 Real für diese Karten. Was ist das? 100 Pfund bestenfalls? Wie soll ein Mann in diesen Zeiten denn nur reich werden, wenn Geizhälse wie Torres die Welt regieren? Habt ihr jemals, habt ihr hier auf einer Plantage gearbeitet? Weißt du, was ich denke? Ich würde gern das Observatorium sehen, von dem der Gouverneur sprach. Er sagte, es sei ein Apparat, der die Leute verfolgt und verrät, wo sie waren. So eine lachhafte Idee. Stellt euch vor, mein Weib hätte sowas gegen mich in der Hand. Stell dir vor, was ein solches Ding wert wäre. Verkauf es an den rechten Mann und ich wäre der reichste Pirat. Freibeuter der ganzen Karibik. Ich komme wieder, Bonnet. Da ist ein Weiser in diesem Haus, mit dem ich reden muss. Unter vier Augen. Okay, nicht den Kämpfer verwickeln lassen und Wachen aus Anpischzonen heraus töten. Okay, dann machen wir das mal, würde ich sagen. So, wir müssen nämlich mit den einen Weisen da drüben sprechen. So, jetzt kann ich die eigentlich hier schön aus diesen Zonen hier heraus töten eigentlich. So. Den ersten holen wir uns gleich hier. Und schön reinschleppen wir, wunderbar. Und den nächsten holen wir uns auch. Er kommt bestimmt hier gleich vorbei wieder. Wird dann merken, dass sein Kumpel wahrscheinlich weg ist. Yeah. Hier bin ich. Jawohl. So, den nächsten haben wir auch erledigt. Wunderbar. So, dann haben wir drüben auch nochmal eine Wache. Damit ich das gerade übererfüllt habe, könnte ich das eigentlich noch schnell machen. Aber ich muss ja nicht in diese Richtung. Ich muss ja eigentlich in diese Richtung hier. So, dann geben wir halt ein bisschen Gas. Oh, da ist einer. Okay. Hier schön verstecken. Ich glaube, der wird mich nie sehen, oder? Ich glaube auch nicht, dass er hierher kommen wird, weil hier ist so ein kleines Flüsschen, aber ich glaube, das ist eigentlich egal. Ein Flüsschen, sage ich, ein kleiner Bach, besser gesagt. Das kann man ja nicht als Fluss benennen. Habe ich Drogen genommen oder so? Nee, ich glaube nicht. So, schauen wir noch ganz kurz auf die Zeit. Dass ich weiß, wann ich cutten sollte. Okay, den werden wir wahrscheinlich so nicht kriegen. Und er geht jetzt da wieder rüber. Da ist aber einer. Da ist eine Wache. Da oben auf dem Dach oder ist der hier? Hier ist er. Hört er mich nicht? Jetzt hat er mich gehört. So, komm her. Sehr schön. Wunderbar. So, wir haben schon drei Wachen aus Anpischzonen heraus getötet. Das haben wir dann schon hinter uns. Das ist natürlich super. Und jetzt schauen wir, dass wir hier noch vorbeikommen an den anderen Wachen hier. Sollte aber kein großes Problem sein eigentlich. Der muss also hier irgendwo sein. Oh oh. Der hat den Schlüssel. Stipp, 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 stipp. Ohne was zu erregen. Okay, sehr schön. Wunderbar. Er hat irgendeinen Schlüssel für irgendwas. Okay, den Weißen befreien. Oh, scheiße. Also, er hat jetzt irgendwas gesehen hier. Wo ist er? Kommt er nicht? Ne, er kommt nicht. Warte mal, vielleicht kann ich den aber von hier unten. Kann ich den so töten irgendwie? Nein. Kann ich nicht.
Ja, aber dann werden die von hinten erwischen. Oder auch von vorne. Aber Hauptsache tot. Sehr schön, alles klar. Jetzt müssen wir den Weisen hier befreien. 127 Metern. Da ist er. Okay, aufpassen, weil der... Oh, ne, der guckt. Also, der guckt. Kommt er vielleicht her, um zu schauen? Oder bleibt er? Ich werde mich von da hinten anpirschen müssen. So. Und er wird mich nicht entdecken. Und da hinten ist nämlich gleich so ein Gebüsch. Da kann ich den da gleich reinzerren. So, man könnte natürlich auch jetzt mit diesen Heuwagen da erledigen, aber ich mache das mal so. Okay, ohne dass der Typ da gegenüber hierher schaut, weil das wäre ein bisschen blöd. Komm. Schau weg, du Arsch. Jetzt. Sehr schön. Wunderbar. Oh, da drüben ist gleich noch einer. Schnell hier in den Busch. Dann locken wir ihn an. Hier. Hier. Und ist tot. Wunderbar. Wie kann man eigentlich so dumm sein und da Pfeifen einfallen? Also ich würde das nicht. Ich würde dann abhauen. Ich würde da nicht hingehen, wo das Pfeifen herkommt. So blöd kann man doch nie sein, oder? Kommt der jetzt hierher? Ja, da kommt er her. Scheiße. Okay, er schaut wieder weg. Kann ich vielleicht hier irgendwie anderweitig hoch? Nein, kann ich nicht. Gut, aber jetzt ist er wieder weggelaufen. Das heißt, ich kann hier eigentlich schön hier nach oben. Hat mich gesehen. Komm her. Komm. Okay, mein Pfeifen reicht wohl nicht so weit. Gut. Ja, schau nicht her, Mann. Okay. Ja, schade, aber. Schnell hoch hier. Hoch, 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 hoch. Jawohl. Ui, das war knapp. Kann ich da nicht rüber? Ja, kann ich. Sehr schön. Jawohl. Also bin ich hier eigentlich gar nicht mal so übel durchgekommen. Muss auch die Tür öffnen. Was ist denn hier passiert? Basta ja! Wie ist dein wahrer Name, Schurke? Ich bin... Captain, leck mich. Wo ist der Weise? Hast du ihn befreit? Ich hatte nichts damit zu tun. So sehr ich es auch wünschte. Bringt ihn zum Hafen. Schickt ihn mit der Schatzflotte nach Sevilla. Wartet noch. Ich hab euch doch eure Schätze gebracht. Das stimmt, ja. Doch dafür nahmst du uns Duncan Walpole. Okay. Dafür nahmst du uns Duncan Walpole. Ja, ist der jetzt wichtiger als ich, oder was? Wollt ihr denn von mir? So, weiter geht's. Eine abscheuliche Darbietung. Dieser Zechpreller ist ein Nichtsnutz, Caroline. Bringt nichts zustande an Land und erst recht nicht auf See. Wenn er in die Karibik geht, bist du es, die leidet. Vater! Vater! Komm, Schatz. Komm wieder hoch. Der alte Wattwurm. Er hat sich gewaltig. Ich hoffe, das stimmt. Du glaubst mir doch, oder? Siehst du mich denn nicht? Wie ich da stehe, an Deck eines Schiffes, das in den Hafen gleitet. Aber da stehe ich, ein Mann von Qualität. Mit 1000 Dublonen, die aus meinen Taschen quellen. Wie Regentropfen, ich kann es sehen. La cena, cómetela rápido. Hast du Hunger?
Oh, was müssen wir jetzt machen hier? Ah. Okay, wie cool. Und wie ist dein Plan, Kumpel? Eine Waffe finden und ein Schiff stehlen. Okay. Jetzt müssen wir aber unsere Waffen erstmal wieder zurückholen hier. Sehr schön. Wunderbar. Und unser Kumpel holt sich gleich den nächsten. Sehr cool. So, dann gehen wir mal hier rüber und pfeifen den wieder her. Komm schon. Ja, brauchst du nicht umsehen. Jetzt kommt von hier, mein Freund. Okay, und... Yes. Sehr schön. Wunderbar. Oh, der ist aber auch nicht schlecht. Der ist auch nicht schlecht. Komm her. Komm her. Ja, du. Hallo. Oh, oh. Na gut, ich werde den auch niederschlagen können. Sehr schön. Wunderbar. Okay. Hier sollte dann also unsere Ausrüstung sein. Jawohl. Wir stehlen eine Brig. Nimm, was du brauchst. Eine Minute. Es sind viele Gefangene auf den Schiffen. Befreie sie und sie segeln mit uns, keine Frage. Ah, okay. Dann machen wir das mal. Also das ist der Plan? Wir befreien Männer und suchen ein schnelles Schiff für die Flucht? Da ist eine Brücke in der Flotte. Ich mache mich auf den Weg. Alles klar. Gut, dann werden wir mal die Gefangenen befreien. Aber erstmal die alle hier ausschalten. So, komm, du bist mein erstes Opfer. Ich werde hier ein bisschen stealthig vorgehen natürlich, dass ich nicht alle gleich hier gegen alle kämpfen muss. Es sind schon einiges an... Oh. Okay. Hätte ich jetzt wahrscheinlich ein bisschen früher noch agieren können. Munition anschnappen? Wunderbar. Kann ich eigentlich die gleiche... Warte mal, Körper aufheben? Kann ich dich übers Wasser schmeißen? Also ins Wasser schmeißen? Kann ich das? Ja, kann ich. Weg mit dir. Ah, Leute, das Wasser, das sieht so geil aus hier in diesem Spiel. Das ist ein Wahnsinn. Und der Regen. Ah, oh, einfach nur geil. Okay, schauen wir, was wir als nächstes machen. Als nächstes holen wir uns den da. Jawohl. Sehr schön. Wunderbar. So. Komm schon, komm her. Komm, ich hab gepfiffen. Scheiße. Gut, dann kämpfen wir uns halt hier durch. Macht nichts. Kommt, Jungs! Haha, ihr werdet alle sterben. Aber den einen habe ich hier schon ins Wasser befördert. Wunderbar. Oh, yes. Oh, yes. Komm, du bist auch dran. Jawohl. Der da hinten hat gar nicht mal was gecheckt hier. Ah, warte mal. Da unten ist noch jemand. Okay, aber erst holen wir den da. So. Und Attentat. Weg damit. Sehr schön. Gut, dann befreien wir mal die ersten Leute hier. Die Sache hat einen Haken. Du musst mit mir segeln. Dafür folge ich dir in die Hölle, Mann. Okay, wir haben schon einige befreit hier. Und jetzt geht's gleich über zum nächsten Schiff, oder was? Wohin denn, Jungs? Aha, einfach zum anderen darüber. Haben die da auch Gefangene? Ich glaube ja, die haben da drüben auch Gefangene. Gut. Und... Yeah, wie geil. Ach komm, den holen wir uns gleich hier. Den holen wir uns auch gleich hier. Sehr schön. Die holen wir uns auch. Ah, das Spiel ist einfach nur so geil, Leute. Na, das sind solche Arschlöcher, die denken, die können was. Dabei können die gar nichts. So, ist da noch jemand irgendwo? Ja, der schwimmt da unten im Wasser. Ja, soll er durchschwimmen. So. Anonym werden. Ja, du wirst also wieder hier hochkommen. Na gut. Das war ein Fehler, mein Freund. So. Jetzt ist er weg.
Gut, dann holen wir uns die auch noch hier. Na los, Leute. Wenn wir heute ertrinken, dann sicher nicht hier. Wunderbar. Schön, haben wir die jetzt auch noch geholt. Die nächsten sind wahrscheinlich da oben. Ja, dann kann man aber wahrscheinlich hier schön darüber. Ja. Wunderbar. Sehr schön. Oh yeah. Und alle beide auf einmal. Cheats erlauben Ihnen, Missionen mit interessanten Wendungen erneut zu spielen. Denken Sie daran, dass währenddessen kein Fortschritt gespeichert wird. Braucht kein Cheat. Cheats sind für Loser. Na, befreien wir die hier? Da ist eine Brick in der Nähe, die nur auf uns wartet. Ja, wunderbar. Sehr schön. Oh, habt ihr den geilen Move gesehen? Oh, scheiße. Ich hab gedacht, ich hab sie getötet, aber sie haben es noch irgendwie abgewehrt. Wäre aber sonst ein geiler Move gewesen. Jawohl. Einer ist hier noch. Yes. So, wo sind denn noch Gefangene? Gibt es denn noch welche auf diesem Schiff? Ich sehe hier keine Gefangenen mehr. Hm, wahrscheinlich da drüben noch, oder? Könnte sein. Könnte sein, dass es da drüben noch Gefangene gibt, oder? Sehe ich das nicht? Nee, ich sehe das nicht. Warte mal, ich schaue nochmal nach hinten. Vielleicht bin ich an dir vorbei. Kann auch nicht sein, dass ich an welcher vorbei bin. Nee. Nee, nee, kann nicht sein. Sind alle schon. Okay, wo war ich denn noch nicht? Da drüben war ich noch nicht. So, mal hoch da. Oder war ich da schon? Nein, da war ich noch nicht. Okay, da war ich noch nicht. Gut, dann klettern wir doch mal darauf hier und holen uns die restlichen Leute hier. Okay, oh, wie die Kamera auch. Oh, das ist ein fettes Schiff hier. Das ist ein fettes Schiff. Guck mal gleich. So. Vielleicht genau von den Kampf hier gehen. Da, Josh. Yes. Jawohl. Sehr schön. So, wo sind die Gefangenen hier? Könnten hier unten sein, kann er sein? Interagieren? Oder warte mal, bin ich hier von... Bin ich von da gekommen? Ah, ne, ich bin nicht von da gekommen. Kommt her. Wahrscheinlich, vielleicht sind hier noch welche. Ich glaube, ich muss ja nicht umsonst hier runter, oder? Ja, hier sind noch welche. So, sehr schön. So, dann kommt mal, Jungs. Oh yeah. So, wir haben alle 23 befreit hier. Und müssen dann als nächstes zum Deck. Aber wir machen davor noch einen kleinen Cut und sehen uns dann beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao.